Hallo, Servus und Grüß Gott. Heute bei der Daily Ovo, was wäre die Welt ohne Facebook? Ich habe heute in meinem Newsstream zufällig gelesen, dass Analysten vorhersagen, dass es Facebook in 10 Jahren nicht mehr geben wird. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Facebook wirklich nicht mehr geben könnte? Weil in diesem Bericht oder in diesem besagten Bericht ging es darum, dass es Yahoo dann ja jetzt auch nicht mehr in diesem Sinn gab, so wie es damals es gab. Und vor allem auch, dass die Technik oder die Technik kennen, muss man eigentlich fast sagen, sich so schnell entwickeln, dass wahrscheinlich Facebook auch in 10 Jahren nur noch eine Randerscheinung sein wird. Natürlich stelle ich mir jetzt einfach die Frage, okay, wenn es Facebook wirklich nicht mehr in 10 Jahren geben würde, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass Facebook in 10 Jahren noch so wie heute sein wird, weil man hat ja auch gesehen, dass Facebook sich in den letzten paar Jahren schon massiv verändert hat. Jetzt natürlich auch mit der Timeline, mit den Apps, mit der Unternehmensseite oder Fanpage, wie auch immer man das nennen möchte, und auch mit dem Open Graph und noch diversen anderen Sachen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Facebook in 10 Jahren so wie heute noch sein wird, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass Facebook in 10 Jahren nicht mehr da ist, weiß ich nicht. Also ich könnte es mir jetzt wirklich nicht anmaßen zu sagen, ja, definitiv nicht mehr oder ja, definitiv schon. Aber jetzt wieder mal zu euch. Was würdet ihr tun, wenn Facebook von heute auf morgen nicht mehr erreichbar wäre, sprich offline, und wenn es Facebook dann auch nicht mehr gäbe? Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare. Und wie immer gilt natürlich auch, mehr Kommunikation, bis zum nächsten Mal.